Hey there, you look like a smart fellow. Computerspiele. Wo kommen eigentlich Computerspiele her? Wer macht die? Und wie viele Menschen braucht es eigentlich, damit man überhaupt ein Computerspiel herstellt? Die meisten von uns haben bestimmt schon mal irgendwie in ihrem Leben ein Computerspiel gespielt. Oft haben Leute aber überhaupt gar keinen Bezug zu diesen Menschen, können sich überhaupt gar nicht vorstellen, was es bedeutet, ein Computerspiel herzustellen. Genau aus diesem Grund wollte ich euch einfach mal auf einen kleinen Stammtisch mitnehmen, den es hier in Nürnberg gibt, und zwar den Indie Outpost. Das Ganze findet regelmäßig im Coworking Space Nürnberg statt. Da treffen sich dann Hobbyisten, Leute, die das professionell machen als Beruf. Das Ganze dient einfach dazu, dass man sich austauschen kann, dass man einfach Ideen, die man hat, präsentieren kann, von anderen Feedback bekommt, als auch selbst Feedback geben kann von den Dingen, die man bereits gelernt hat. Jo, meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade im Coworking Space Nürnberg. Und zwar findet heute der Indie Outpost statt, aber nicht irgendein Indie Outpost, sondern Der gerebootete, neue, erste, 39. erste Indie Outpost. Genau, und der wird nämlich präsentiert von den Pixelmanics persönlich. Hier der Steve von den Pixelmanics. Hier nochmal ein paar mehr Leute, die habt ihr jetzt gerade schon in der Kamera gesehen. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe ja bis vor 2 Jahren auch bei den Pixelmanics gearbeitet. Da haben wir noch die Chroma Gun entwickelt, da habe ich ein bisschen mitgemacht. Dann hat die... Ja, ich habe die Linien gemacht. Ich selbst habe auch knapp 3,5 Jahre bei den Pixelmanics gearbeitet, habe dort Apps gemacht, habe bei 3D-Spielen ein bisschen mitgeholfen. Und als wir dann unser erstes 3D-Spiel fertig hatten, und zwar Chroma Gun, ging es dann darum, das Ganze zu vermarkten. Und genau mit dieser Problematik hat sich dieser Indie Outpost dann ein bisschen beschäftigt und mal die Hintergründe aufgezeigt, wie diese Starterprobleme aussehen. Einmal hat Daniel Raumer erklärt, wie man seine Pressemitteilung herausschickt, worauf man genau achten sollte, wie man die E-Mail verfassen sollte, damit man überhaupt gehört werden kann. Im Anschluss darauf kam dann Robin Kuchau. Mit seiner Firma hat er das Spiel Shift Happens gemacht. Das Ganze ist nicht ganz einfach abgelaufen, hat doch relativ lang gedauert, hatte auch ziemlich viele Hürden, die er uns dann ein bisschen genauer erklärt hat. Zum Beispiel, was wir gemacht haben. Ich habe eine Firma gegründet namens Clone Games mit 9 anderen Menschen im Jahre 2013. Wir haben dann sehr lange gebraucht, dieses Spiel fertig zu entwickeln. Shift Happens ist ein finanzieller Reinfall, aber für das Studio der beste Titel und das Beste, was uns jemals passieren konnte. Das ist einfach dieses Ding, was wir von Anfang an im Studium gemacht haben, durchgezogen haben und against all odds fertig gemacht haben. Wir haben dieses Ding entwickelt, wir haben Prototypen gemacht, uns gepitcht, die haben gesagt, nee, mach mal lieber ein Vertical Slice. Und für alle, die sich jetzt denken, das ist eine super interessante Sache, sie würden vielleicht gerne mal auch ein bisschen von dem Thema mitbekommen, die können sich dann einfach beim nächsten Indie Outpost selbst mal ein Bild machen davon. Und zwar findet der am 17.04. statt. Genaueres findet ihr dann auch unter der Website, die ich mit in die Videobeschreibung packe. Und genauso gibt es jetzt mittlerweile seit dem letzten Indie Outpost einen Discord-Channel, in den man sich mit einklinken kann, um bei den Gesprächen ein bisschen mitzumachen. Den werde ich auch mit in die Beschreibung packen. Schaut einfach mal vorbei. Vielleicht kennt ihr auch den einen oder anderen, der sich in diesem Bereich aufhält, der vielleicht gern davon wissen wollen würde. Gebt ihm das weiter. Und genauso, wenn ihr selbst noch nie in dem Bereich gearbeitet habt und auch nicht mal eine Zeile Code bis jetzt geschrieben habt, kommt einfach mal vorbei, lasst euch einfach mal überraschen, wie das Ganze abläuft, schnuppert mal ein bisschen Game Dev und habt einfach eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Don't you know it is getting hard. I need to see.
once around.